Angenommen, ich habe ein Dreieck, so ein Dreieck. Und ich weiß nur die Länge der Seiten des Dreiecks. Diese Seite hat die Länge a, diese ist gleich b und diese ist c. Wir sind aufgefordert, die Fläche dieses Dreiecks zu berechnen. Wir wissen bereits, dass die Fläche des Dreiecks 1 Zweitel mal die Grundseite mal die Höhe ist. Die Grundseite dieses Dreiecks ist die Seite c. Die Höhe wissen wir nicht. Wir nennen die h. Und wir haben nicht die geringste Ahnung, wie groß h ist. Und die Frage ist, wie berechnen wir die Fläche dieses Dreiecks? Wenn ihr die vorherigen Videos gesehen habt, wisst ihr, dass wir den Satz des Herrn anwenden können. Aber jetzt versuchen wir, den Satz des Herrn zu beweisen. Lass uns versuchen, h mit dem Satz des Pythagoras zu errechnen. Und wenn wir h wissen, ersetzen wir es in die Formel und finden die Dreieckfläche. Also, wir haben das als h bezeichnet. Lass uns noch eine Variable einführen. Diesen Trick könnt ihr ziemlich häufig im Geometrieunterricht sehen. Wenn dieser lila Abschnitt x ist, dann ist diese Flieder gleich c minus x. Die gesamte Länge ist c, weil Grundseite c ist. Wenn dieser Teil gleich x ist, dann ist dieser Teil gleich c minus x. Hier haben wir den rechten Winkel. Ich weiß das, weil das die Höhe ist. Also, ich kann den Satz des Pythagoras anwenden. Zuerst tue ich das für das linke Dreieck. Ich schreibe auf, x² plus h² ist gleich a². Das haben wir für das linke Dreieck. Und für das rechte haben wir dann c minus x im Quadrat plus h² ist gleich b². Nehmen wir an, dass wir a, b und c wissen, dann haben wir zwei Gleichungen mit zwei Variablen. Die Variablen sind x und h. Und denkt daran, dass wir h berechnen wollen, weil die Grundseite c wir bereits wissen. Wenn wir h wissen, können wir den Satz anwenden. Wie können wir das also tun? Lass uns h durch x ersetzen, um h² zu errechnen. Um h² zu errechnen, sollen wir x² von beiden Seiten subtrahieren. Wir können schreiben, dass h² gleich a² minus x² ist. Dann können wir h² durch diese Angaben ersetzen. Die Gleichung unten ist c minus x im Quadrat plus h² und h², wir wissen das aus dieser Gleichung, h² ist gleich, ich ändere die Farbe, a² minus x². Und das alles ist gleich b². Ich habe dieser Wert durch diesen ersetzt. Lass uns die Klammern auflösen. C minus x² ist gleich c² minus 2cx plus x². Also wir haben plus a² minus x² ist gleich b². x² und minus x² werden weggekürzt. Ich addiere 2cx auf beiden Seiten. Dann sieht unsere Gleichung folgendermaßen aus. c² plus a². Hier haben wir 2cx addiert und 0 erhalten. Hier haben wir b² plus 2cx. Was habe ich hier getan? Ich habe x² weggekürzt und 2cx auf beiden Seiten addiert. Mein Ziel ist die Auflösung nach x. Dann kann ich auch h finden und diese Formel anwenden. Um x herauszufinden, lass uns b² von beiden Seiten subtrahieren. Wir erhalten c² plus a² minus b² ist gleich 2cx. Wenn wir beide Seiten durch 2c teilen, erhalten wir c²
plus a Quadrat minus b Quadrat durch 2c ist gleich x. Wir haben gerade x rausgefunden. Jetzt sollen wir die Höhe berechnen. Die Fläche eines Dreiecks ist gleich 1 Zweitel mal die Grundseite mal die Höhe. Um das zu tun, kommen wir zur Gleichung zurück und finden unsere Höhe. Lass mich ein bisschen scrollen. Wir wissen, dass unsere Höhe im Quadrat gleich a Quadrat minus x Quadrat x. X Quadrat können wir durch einen Wert ersetzen. X ist das Ding hier. Das heißt c Quadrat plus a Quadrat minus b Quadrat durch 2c im Quadrat. Es ist das gleiche wie x Quadrat. Wir haben es gelöst. Dann h ist gleich die Wurzel aus dieser ganzen Sache. Ich ändere die Farbe. H ist gleich Wurzel aus a Quadrat minus c Quadrat plus a Quadrat minus b Quadrat. Lass mich das ordentlicher schreiben. Die Wurzel, ich soll mich vergewissern, dass ich genug Platz habe. Aus a Quadrat minus c Quadrat plus a Quadrat minus b Quadrat durch 2c im Quadrat. Das ist die Höhe des Dreiecks, mit dem wir angefangen haben. Lass mich das Bild kopieren und einfügen, damit wir nichts vergessen, was wir zu tun haben. Kopieren und hier einfügen. Ich füge das hier ein. Wir wissen, dass unsere Höhe diese große und komplizierte Formel ist. Die Höhe wurde durch a, b und c eingesetzt. Wenn wir die Fläche des Dreiecks berechnen wollen, ich ändere die Farbe auf rosa. Die Fläche unseres Dreiecks ist gleich 1 Zweitel mal die Grundseite. Unsere Grundseite ist die Seite c, also mal c mal die Höhe. Unsere Höhe ist dieser Ausdruck hier. Lass mich das kopieren und einfügen, um das nicht noch einmal zu schreiben. Kopieren und hier einfügen. Das ist jetzt unsere Formel für die Fläche. Jetzt könnt ihr sagen, dass es dem Satz des Heron nicht ähnlich aussieht. Und ihr habt völlig recht. Es sieht nicht wie der Satz des Heron aus. Aber im nächsten Video werde ich euch zeigen, dass es doch der Satz des Heron ist. Das ist bloß eine Variante von dem Satz des Heron, die schwer zu merken ist. Ich werde eine Menge Algebra anwenden, um das zur üblichen Form zu vereinfachen. Aber das wird auch funktionieren, wenn ihr euch daran erinnern werdet. Ich glaube, dass die übliche Form viel leichter zu merken ist. Aber wenn ihr euch erinnern könnt und a, b und c wisst, könnt ihr auch diese Formel anwenden und Dreieckfläche finden. Wir haben gezeigt, dass wir mit dieser Variante die gleichen Werte wie mit dem üblichen erhalten. Im letzten Video hatten wir ein Dreieck mit den Seiten 9, 11 und 16 und seine mit Hilfe von Satz des Heron gefundene Fläche war gleich 18 mal Wurzel aus 7. Mal sehen, was wir erhalten, wenn wir diese Formel anwenden. Die Fläche des Dreiecks ist gleich 1 Zweitel mal 16 mal Wurzel aus a Quadrat. Es ist 81 minus, mal sehen, c Quadrat ist 16 im Quadrat, also 256 plus a Quadrat, es ist 81 minus b Quadrat, also minus 121. Das Ganze wird quadriert und durch 2c, also durch 32, geteilt. Mal sehen, ob wir es vereinfachen können. 81 minus 121 ist minus 40. 216 durch 32, 1 Zweitel mal 16 ist 8. Ich werde die Farbe ändern. 1 Zweitel mal 16 ist 8 mal die Wurzel. Aus 81 minus 256. Mal sehen, 256 minus 40 ist 216. 216
durch 32 und das alles im Quadrat. Es gibt hier viel zu rechnen, vielleicht hole ich meinen Taschenrechner. Ich will euch nur beweisen, dass wir die gleiche Zahl erhalten. Wenn wir unseren Taschenrechner einschalten, zuerst lass uns herausfinden, wie viel 18 mal Wurzel aus 7 beträgt. Das haben wir bereits mit dem Satz des Heron berechnet. Das ist 47,62. Mal sehen, ob das auch 47,62 ist. Wir haben 8 mal Wurzel aus 81 minus 216 durch 32 und das alles im Quadrat. Und wir erhalten genau die gleiche Zahl. Ich machte mir Sorgen, dass mir ein Flüchtigkeitsfehler unterläuft. Aber es hat alles geklappt. Wir haben die gleiche Zahl erhalten. Unsere Formel gibt also die gleichen Werte wie der Satz des Heron. Im nächsten Video beweise ich euch, dass man diese Formeln zu dem Satz des Heron algebraisch reduzieren kann.